Borussia Dortmund hat den ersten FC Köln endgültig in die Krise geschossen. Das weiterhin punktlose Tabellenschlusslicht hatte gegen den Liga-Primus nie eine wirkliche Siegchance und Pech, dass es den Videobeweis inzwischen gibt. Maximilian Philipp traf nach nur 2 Minuten zur Führung für den BVB, Sokratis erhöhte quasi mit dem Pausenpfiff, 45. plus 1. Pierre-Emerick Aubameyang machte dann per Handelfmeter sein erstes Tor gegen die Kölner überhaupt, 59. und legte direkt noch eins drauf, 60. Den Schlusspunkt des Schützenfests setzte mit dem schönsten Tor des Abends erneut der starke Philipp, 69. Philipps Blitztor und Kölns Proteste vor der Pause. Das Spiel hatte kaum angefangen, da lagen die Kölner schon in Rückstand. Der extrem agile Andrej Jarmolenko ließ den neu in der Startelf stehenden Jannis Horn auf dem Flügel nicht gut aussehen und flankte scharf und maßgenau auf den Kopf des heranstürmenden Philipp, der aus kurzer Distanz nur einnicken musste. Die Führung spielte den Dortmundern in die Karten, die die Partie sofort nach dem Treffer über viel Ballbesitz kontrollieren konnten und geduldig auf eine Gelegenheit warteten. Die Kölner standen jedoch nun im Verbund sehr diszipliniert, nur selten gab es mal so eine Lücke wie bei Aubameyangs Direktabnahme, die Timo Horn jedoch um den Pfosten lenken konnte, 17. Offensiv fanden die Gäste von Trainer Peter Stöger allerdings gar nicht statt. Bei den seltenen zaghaften und planlosen Vorstößen, die meist aus langen Bällen auf den einsamen Jehon Córdoba bestanden, blieb die Hintermannschaft des BVB immer mühelos Herr der Lage. So war der erste Durchgang größtenteils ein Lauern der Dortmunder auf die Lücke im dichten Abwehrverband. Die gab es weiterhin höchst selten, doch kurz vor der Pause fiel dann doch das inzwischen verdiente 2:0. Nach einer Ecke ließ Kölns Keeper Horn den Ball im Getümmel fallen, Sokratis staubte aus kurzer Distanz ab. Itterich pfiff zunächst ein Stürmerfoul, doch die Konsultation des Videoschiedsrichters ergab, Horn war mit seinem eigenen Mitspieler Dominik Heinz kollidiert, das Tor zählte, auch wenn die Kölner argumentierten, dass Itterich bereits abgepfiffen hatte, kurz bevor der Ball über der Linie war. Mit Protesten aller Kölner Verantwortlichen endete somit der erste Durchgang. Dortmund fast wie im Training. Die zweite Hälfte begann erneut mit einem Blitzstart. Aubameyang hatte frei vor Horn die große Gelegenheit, zielte aber minimal zu ungenau, 46. Die Borussia schnürte den FC in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel regelrecht ein. So war es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Tore fielen. Lukas Klünter spielte den Ball nach einem Kopfball von Philipp im Strafraum mit der Hand. Wieder entschied der Videoschiedsrichter und es gab berechtigterweise Strafstoß. Aubameyang ließ sich nicht lange bitten, verwandelte, 59. und legte eine Minute später völlig frei vor dem Tor von Lukas Piszczek bedient direkt auch noch das 4:0 nach. Die Kölner hatten spätestens jetzt aufgegeben. Aubameyang marschierte ganz entspannt durch die Defensive der Gäste, legte links raus auf Philipp und der lupfte die Kugel technisch astrein über den herauseilenden Horn, 69. In der 75. Minute brachte Marcel Risse schließlich immerhin den ersten Schuss auf das Tor. Roman Bürkis an der Schweizer parierte jedoch mühelos. 4 Minuten später hätte Klünter beinahe sogar noch den Ehrentreffer erzielt. Nach seinem Sprint über das gesamte Feld scheiterte der Rechtsverteidiger jedoch am Fuß des BVB-Keepers. Der eingewechselte Alexander Isak hätte in einer ansonsten ruhigen Schlussphase um ein Haar sogar noch das halbe Dutzend vollgemacht, 89. Kölns Kellerduell gegen Frankfurt. Borussia Dortmund hat damit die Tabellenführung erfolgreich und eindrucksvoll verteidigt und muss am Mittwoch nun beim Hamburger SV antreten. Der erste FC Köln trifft im früheren Mittwochsspiel auf Eintracht Frankfurt und muss dann im Kellerduell eigentlich zwingend punkten.